Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Thomas IFA Garage. Ich bin Thomas von IFA Garage und das ist Manfred von der IFA Garage. Seht, gut. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute fangen wir endlich mit Projekt Panamani an. Ich bin sehr gespannt und für die Freaks unter euch, die hier auf dieses Schlachtfeld geguckt haben, die haben schon mitgekriegt, dass hier irgendwas anderes ist als sonst. Was genau, warum, wieso, weshalb, klären wir in dieser Folge. Und fangen auch in dieser Folge an, endlich an diesem Auto zu schrauben. Ich wünsche euch bei diesem Projekt viel Spaß und ich hoffe, ihr nehmt aus dieser ganzen Thematik wieder ein bisschen was mit für euren Umbau, damit ihr seht, was alles in welcher Denke, wie, wo unter Umständen möglich ist. Viel Spaß also, bis gleich. Natürlich, Freunde der Nacht, kann das natürlich jetzt ein bisschen auch in Thema Werbung abdriften. Ich sage euch das nur vorneweg schon mal so, denn ich wäre ja blöd, wenn ich von irgendwem anderes Zeug in dieses Auto einbauen würde. Also seht es mir schon mal zu Beginn dieses Videos tatsächlich nach und seid mal nicht so, ja? Ich habe bei dem Kollegen tatsächlich lange hin und her überlegt, was ich so für Felgen auf das Auto draufschneiden will. Denn ich bin ehrlich, so ein paar umgeschweißte 15 Zoll, sage ich jetzt mal, könnten hier wahrscheinlich auch echt super auf dem Auto aussehen. Da hole ich auch heute welche vom Reifendienst und die können wir natürlich auch nochmal Probe stecken. Aber Thema Legalität ist natürlich immer so eine Sache. Deswegen habe ich hier wunderschöne 15 Zoll, 7x15 ET30, 4x100 Felgen. Bei mir im Shop heißen die großer Klassenfeind und ich finde, für Rad mit TÜV ist das schon wirklich sehr schön. Man muss sich das mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, diese Dreiteiler-Optik hier mit den Schrauben auch und so weiter. Ich finde die fett. In Verbindung mit ein bisschen stretchy, also hier 165, 45, 15, ist das wirklich, finde ich, glaube ich, eine ganz angenehme Sache. Und um das Thema dunkle Farbe, Chrom so ein bisschen eben aufzunehmen, glaube ich, sind die echt nicht so verkehrt. Das Ganze wollen wir dann mit einer TF180, Gewinde hinten, ordentliche schöne Sachsdämpfer, so ein bisschen abrunden, sage ich jetzt mal, damit mein TÜVer bezüglich Wandneigung oder wie wir das nennen wollen, hier mit der Hinterachse zufrieden ist, kommt das PU-Zeug rein, dass das alles ein bisschen straffer wird. Kleine Sturzkorrektur, viel mehr wird es ja nicht, sonst kommen wir ja relativ schnell da ans Ende mit den Felgen und so weiter. Bauen wir nochmal rein, 4x100er Trommeln sowieso hinten, anders schaffen wir es ja nicht. Dann, weil der ja zwar angeblich, wie gesagt, Bremsen neu gemacht hat, aber so richtig ist mir das nicht. Kommt auf jeden Fall noch eine Hauptbremse noch rein, dann machen wir die Schläuche kleiner mit. Auspuff durch die Weihe werden wir machen müssen bei TF180. Das habe ich jetzt jedenfalls bei dem Thema vor. Und ja, bevor wir jetzt anfangen, hier vorne Querlenker und jetzt machen wir hinten PU und vorne nicht, habe ich hier noch ein paar frisch umgepresste, gepulvertgestrahlte Querlenker mit PU. Die kommen dann vorne rein, weil wir die Vorderachse ja sowieso rausnehmen müssen, wenn wir immer mit Bremsen und so weiter dabei sind. Denn ja, machen wir es halt gleich richtig, weil wegen Dot 5 Silikon und so weiter, da machen wir gleich hier für immer und ewig Ruhe Stahlflexleitung rein. Ja, und dann haben wir es jetzt prinzipiell fast einmal durch. Jetzt werden sich, wie gesagt, die Insider wundern, warum hat er jetzt quasi klassisch für die Hinterachse zwar Bremsen da, aber was machen wir mit der Vorderachse? Weil 4x100 Adapterplatten mit 7x15, das wird nicht so. Das wird zu eng. Das schaffen wir nicht. Ich hatte das in dem Weihnachtsvideo so ein bisschen angeteasert, deswegen liegt es auch hier. Also Bremsen-Set auch für vorne, ganz normal für die Trommel. Denn wir wollen, die sind jetzt hier auf dem Bild leider noch nicht abgebildet, weil noch nicht da, aber ich dachte, ich fange trotzdem schon mal an, wie wir an der Vorderachse 4x100er Trommel verbauen wollen. Thank you.
Also nicht Scheinbremse und so weiter und so fort. Nein, sondern zumindest in der IFA-Garage-Welt, wie gesagt, korrigiert mich nicht, wenn ich falsch liege, Premiere mit 4x100er Trommeln, wie gesagt, Vorderachse. Hab ich so noch nicht gesehen und wird es aber an dem Auto geben. Wir probieren das ein bisschen für euch aus hier und ich freue mich schon, was da auf uns zukommt. Genau, also das so ein bisschen als grobe erste Thematik zu dem Auto. Also wie gesagt, die Wahl ist gefallen auf TF180 mit 15 Zoll Felgen. Nach dem ganzen Quadratatsch, was wir hier so gemacht haben, finde ich das eine sehr stimmige Lösung. Nicht zu tief, nicht zu hoch. Und wie gesagt, mit dem Gewindefahrwerk an der Hinterachse und den verstellbaren Spurstangen von mir, die jetzt hier leider auch noch nicht drauf sind, aber zumindest reinkommen, sind wir da unheimlich flexibel, selbst wenn wir sagen, okay, das Ding muss noch ein bisschen höher, dann bauen wir halt vorne noch eine höhere Blattfeder ein. Also, es ist wunderschön. Und ich glaube, wie gesagt, guckt es euch nochmal genauer an hier, das könnte dem Kollegen echt gut stehen. Wie gesagt, ist noch nicht poliert und nichts, also da haben wir auch noch nichts gemacht, das wollen wir auch alles erst machen, wenn der fertig ist, dass du mit den ganzen Schmierpfoten und so da nicht an der Karre rumeierst. Das so zu dem, ich sag jetzt mal, technischen Thema. Wir haben ja aber optisch noch ein bisschen was vor und da gucken wir noch mal ganz schnell ins Auto rein. Bevor wir jetzt also in diesem Video so eine große Keule rausholen, versuche ich mich erst noch mal hier an den Totschlägern. Also sprich, ich baue die Türverkleidungen ab und gucke mal, was uns da dahinter so bevorsteht, beziehungsweise was uns da dahinter so erwartet, um eben zu gucken, hier, wie das mit dem Fuß ist. Wenn es scheiße aussieht am Ende des Tages oder eben nicht irgendwie vernünftig zu kaschieren geht, naja, dann bleiben sie halt. Aber ansonsten, wie gesagt, kommt das ganze Thema hier ab. Und wir haben nämlich hier einen wunderschönen Nierenspiegel schon liegen. Wir haben hier andere Griffe liegen, Chromlampenringe. Da drüben liegen C-Säulenentlüftungen hier. Die sind zwar nicht chrom, aber zumindest in schön. Das ganze Thema mit den Schriftzügen hier in, ja, ich weiß auch nicht, ist das alupoliert, glaube ich, ja. Dann im Kofferraum eine neue, also so gut wie neue Chromschutzscheibe für hinten, die gelben Rückleuchten. Dieser Grill ist mir irgendwie ins Auge gefallen. Ich glaube, ihr seht das, der glänzt, als ob er wie verchromt wäre, ist aber halt einfach nur original neu. Ja, also wir gucken uns das ganze Thema einfach mal an, wie das so wirkt. Bei der Schussstange hinten brauchen wir ja nicht hier wirken und probieren, da sehen wir es ja verhältnismäßig schnell. Aber gerade jetzt, ich sag mal, was die Rückleuchten anbelangt und die Türgriffe und so weiter und so fort, ich glaube, das sind alles hier Schichten. Wenn das blöd aussieht, dann kriegen wir das ja relativ schnell auf jeden Fall wieder gefixt. Kurzer Zeitsprung zurück, denn sehr viele von diesen Sachen, die hier im Auto liegen, Chromschussstange, Rücklichter, die Griffe, Spiegel und so weiter, sind von euch gewesen. Oder von, beziehungsweise von einigen von euch. Und an dieser Stelle quasi nochmal genau an diejenigen, die mir da geholfen haben, die gesagt haben, hey, hier, das sieht vielleicht dort, das kannst du da, oder du das, ich hab das und so weiter. Richtig genial. Das ist die Community, die ich so liebe. Von daher, vielen, vielen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall. Ja, und zu guter Letzt muss natürlich diese ganze Schote mit der Standheizung noch raus. Wie gesagt, das werde ich jetzt mal so als erstes machen und dass wir hier ein bisschen starten können bei der ganzen Geschichte. Die Teile kommen alle ins Auto rein und dann fängt das Projekt jetzt damit offiziell an. Ich bin jetzt schon ein bisschen dran hier am Ausbau der Standheizung. Übrigens habe ich Ihnen schon mal die Chrom-Lampenringe gegönnt. Wirkt jetzt irgendwie, finde ich, für mich noch nicht so ganz. Aber wie gesagt, ist ja Haube, Grill, ist ja alles draußen. Wie auch immer, also, ich wollte nochmal so ganz offiziell für alle, also für alle die, die sich immer aufregen, dass ich mit meinem Tuning die solide Substanz von irgendwelchen Autos versaue. Ja, nochmal ganz kurz, nochmal festhalten, was du mit originaler Scheiße hier mit dem Auto machst. Also, Loch gebohrt für den Tank, zweites Loch gebohrt für den Tank, drittes Loch gebohrt für den Halter von der Standheizung, fünftes Loch, Quatsch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
9. Zehn, elf Löcher. Und das sind noch längst nicht alle. Alter Schwede. Also so viel mal zum Thema. Hier mal schnell original was nachrüsten. Am Arsch, verdammte Kacke. Hier hinten auch nochmal. Ich weiß nicht, bei vier mal waren. Also ich glaube 11, 12, 13. Ist ja abartig, verdammte Scheiße. Also wirklich, das sieht mir richtig auf den Piss gerade. Versteht ihr, was ich meine? Da hast du ja mit der Geschichte 1000 Mal Löcher mehr und 1000, wie soll ich jetzt sagen, Verschandlungen mehr gemacht, als ich mit dem ganzen Auto hier vorhab. Alter Verwalter, ey. Jetzt haben wir den ganzen Schnarz hier raus. Wie gesagt, die komische Auspuffgeschichte hier ins Geweih gebohrt. Hier, das ist der Tiefste. Das war eingetragen. Also nur mal so. Parallel habe ich jetzt schon mal die Scheinwerferdichtungen getauscht. Die sahen schon auch nicht mehr so ganz schön aus, waren irgendwie mal anlackiert oder was, keine Ahnung. Genauso wie die Blinker habe ich auch rausgebaut. Hier war auf jeden Fall ein bisschen zu viel Blinkerflüssigkeit drin. Also kein Witz, ich habe die Schale abgeschraubt und hier kam das Wasser rausgelaufen. Ja, weil ihr seht das vielleicht schon, so richtig Schmuck sind die definitiv nicht mehr. Hier nochmal das Grande Malheur. Also hier war alles fitschematen nass drin. Und vielleicht so ein bisschen plaudern aus dem Nähkästchen, denn jeder von euch hat mit Sicherheit schon mal so eine Garage ausgeräumt, wo vorher es immer hieß, ich habe so viele neue Teile und dann kommst du hin. Und in der Regel ist ja dann immer das gleiche in den Garagen, ja? Rücklichtschein, Blinker, Handbremsseile, keine Ahnung. Also immer das, was man aktuell gerade vielleicht nicht so braucht. Und jedes Mal, wie ich wahrscheinlich auch, nehmt ihr dann trotzdem diese neuen Blinker mit, also diese Eckchen, obwohl sie vielleicht eigentlich auch nicht mehr so cool sind, aber wie auch immer. Und jedes Mal, wenn du sie dann einsortierst, denkst du dir, das brauchst du nie wieder, den Scheiß, ja? Jetzt hast du 200 Paar von diesen Blinkern da, aber für genau so einen Moment sind sie dann doch da. Ja? Also hier, nie in einer neuen FER, die kriegt ihr jetzt und dann ist das auch wieder schön. German Democratic Republic. Rula rules. Als nächstes werde ich mich mal hier mit dieser Türpappengeschichte kurz beschäftigen, denn wir wollten ja schauen, ob wir unter den Spiegeln nicht allzu viele Löcher finden. Und deswegen, wie gesagt, nehmen wir die ab. Wir müssen es ja sowieso machen für die Griffthematik. Von daher, ja, wagen wir uns jetzt mal hier dran. Das ist an sich nicht so kompliziert, das sind nur die beiden Schrauben, den Kurbelautomat, hier von unten den Türöffner und dann können wir hier mit so diese kleinen Plasterrake ringsrum die entsprechenden Halteklammern lösen. Dann sind wir schon dran. Ich habe mir jetzt ab, mit zwei Schrauben, wie gesagt, befestigt, von hinten noch mit so einer kleinen Gegenplatte. Ich habe jetzt einfach mal das so gemacht, einfach mal zu gucken, wie es aussieht, aber so richtig zufrieden bin ich nicht. Also, ja, es wirkt doch bloß wie so ein kleiner Fremdkörper hier auf der Tür. Also wenn einer von euch eine Idee hat, wie man hier so, keine Ahnung, 3 cm oder so sind die Löcher auseinander, was wir da Cooles drauf machen könnten, dass wir das ein bisschen kaschieren, die zwei Löcher, da wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr mir da einfach mal was in die Kommentare schreibt, wie ihr das machen würdet. Klar, das müssen wir ja noch dann eben wegmachen. Wie gesagt, habe ich jetzt nur ein bisschen mit Bremse rein ja sauber gemacht. Aber ja, es so richtig, nee, das ich, ja, es war mal zu probieren, dass wir einfach erstmal was über den Löchern drüber haben. Vielleicht nur das IFA-Logo, aber es ist am Ende auch bloß wie so Fremdkörper. Ich weiß auch nicht. Also vielleicht hat einer von euch eine richtig geile, schlaue Idee, wie man das hier ein bisschen eben vertuschen können. Was mir fast ganz entfallen war, dass natürlich diese alten Bagelitgriffe auch andere Unterlagen haben. Also einmal hier und einmal hier versus dieser Geschichte. Also das musste ich jetzt auf jeden Fall tauschen. Dann habe ich gedacht, okay, kann ich das ganze Innenleben mit diesem Drücker auch verwenden. Auch das funktioniert leider so nicht, weil der alte anders ist als, oder der,
neue, alte anders ist als die verchromten. Auch was das Betätigungsthema anbelangt, mit dem Öffner, alt ist das einfach nur so. Und aus den Bakelitgriffen ist das das Thema hier mit diesem Winkel. Also das musste ich jetzt alles ein bisschen umbauen. Dann ist mir auf jeden Fall, Mensch, du hast ja eigentlich auch noch eine Heckklappe, wo das dran gehört. Da habe ich zum Glück noch einen da. Und auch da habe ich ein Schloss dafür. Also das muss ich auch noch umbauen. Ich wollte euch das nur mal zeigen. Das ist vielleicht so ganz einfach mit alt, also oder sagen wir mal, alter Griff gegen alten Glanz nicht zu tauschen ist. Zum Glück hatte ich die Geschichten, wie gesagt, noch, aber nur zweimal. Muss ich jetzt nochmal nachbestellen, dass ich das dann komplett machen kann. Ich werde auch die Griffe tatsächlich ablassen, weil es natürlich Sinn macht, wenn man hier das bisschen in schön macht, da nicht um das alte rundherum zu polieren. Ja, das nochmal so fürs Protokoll. Scheiße, sieht das dämlich aus. Mann, ey, das ärgert mich. Also, ist ja jetzt nicht Hopfen und Malz verloren, um Gottes Willen. Aber schön ist halt einfach was. Naja. Der eine oder andere hat es schon mitgekriegt. Es ist arschkalt. Ja. Schrauben macht jetzt so wirklich keinen Spaß. Aber wir machen es natürlich trotzdem. Weil es muss ja weitergehen. Dann trinkt mal ein Eierlikörchen. Das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Ich wollte euch jetzt noch mal was zeigen. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, wie ich das mache. Und ich weiß auch, dass so wie es hier gemacht wurde, prinzipiell richtig ist. Aber ich melde jetzt mal hier so ein bisschen meine Zweifel an und sage euch da einfach mal was dazu. Es ist ja schön und gut, wenn hier die Bundmutter mit dieser Einkerbung in der Antriebswelle entsprechend gesichert wird. Aber wenn die dann hier auf dem Gewinde rumdreschen und mehr oder weniger das Abschrauben dieser Mutter zu einer Qual machen lassen und immer die Gefahr laufe, hier das Gewinde der Antriebswelle zu zerlettern, ist das einfach richtig assi. Und da kommt noch dazu, dass wenn du die jetzt abschraubst, in der Regel immer wieder eine neue Mutter brauchst. Ich, aber nur ich, gebe euch den Tipp, klebt die Muttern ein. Dann könnt ihr sie auch immer wieder benutzen. Dieses dämliche Umgebälze hier und die Mache und die Tue, jetzt hast du wieder mehr Aufwand als alles andere. Und wenn so neu gemachte Bremsen aussehen, mit einem Belag vielleicht alt, der andere neu oder umgedreht, dann weiß ich nicht so genau. Und so wie ich das hier sehe, vielleicht maximal der Radbremszylinder neu gekommen, der sitzt auch irgendwie schief drauf. Gruselig. Bremsen, Performance, on the next level, würde ich sagen. Junge, also beim besten Willen. Dankeschön, wir melden uns. Vorne bietet sich uns ein ähnliches Bild. Man hat es irgendwie gut gemeint mit der Haufen Bremsenpaste und was weiß ich was. Aber ansonsten kannst du das so, wie es ist, einfach in der Pfeife rauchen. Vertrauen ist gut, Kontrolle macht man lieber selber. Hinten habe ich derweil innerhalb von 4 Minuten pro Seite auf 4x100 umgebaut. Jetzt natürlich nur für euch erstmal zum Probieren, deswegen bleibt auch die originale Feder drin. Jedes Mal, wenn ich das mache und ich weiß, wie gesagt, erzählt jetzt, was ihr wollt und oh, Quatsch, ich tue mir da hier Werbung. Aber das ist sowas von geil. So schnell, wenn du den zylindrischen Achsstumpf hast, baust du nicht auf 4x100 um. Und auch das sage ich euch, wie es ist. Auch vorne habt ihr noch nie schneller auf 4x100 umgebaut. Das ist jetzt unsere 4x100er Trommel. Wahnsinn. Wahnsinn. Also die Erfindung kommt gleich nach dem Rad. Kein Witz. Alter Schwede, jetzt stellt euch nur mal vor, ihr habt an der Vorderachse eure Bremse schon schön mit den Bremseteilen von mir oder der Trabantvermietung in Chemnitz regeneriert, alles schön gemacht, alles schick gemacht und eben nicht mit diesem ganzen alten Scheißdreck, der hier so liegt zum Beispiel. Und dann zieht ihr eure Trommel einfach ab, macht den Nachsteller zurück, stellt die Bremse schön zusammen und dann schiebt ihr einfach die Trommel drüber. Also mir fehlen so ein bisschen die Worte. Geil. So. Ja. Und Thema Spur und so weiter.
Also ich bin der Meinung, hier haben wir richtig ordentlich Platz. Also Spur Original zu 4x100er Trommel, wette ich, ist entweder gleich oder minimal breiter. Warum? Passt auf, ich sage euch das auch, wo ich das die Weisheit nehme. Ich musste mich zweier Kollegen entledigen. Also oben die Sicherung hier von der Blattfeder, die immer so rumgeht, weil die Felge innen angelegen hat. Und für alle, die schon mal Scheibe umgebaut haben, die wissen das ja, dass du bei Scheibenbremse dermaßen weit reinkommst, dass eben immer das Blattfederthema da im Weg ist. Jetzt, so wie es jetzt drauf ist, also mit dieser Sima 15 ET30, ist es ganz knapp. Also es müsste theoretisch noch eine 5er Platte drauf. Wenn man da eine andere Einpresstiefe etc. pp. Fährt, ist das ja kein Akt. Und, wer soll das glauben, soll ja Leute geben, da gibt es das Silumbe auch, dann einfach zu kaufen. Also ich hatte hier auch schon mal mit einer 15er Platte probiert. Prinzipiell denke ich nämlich, ist das Thema damit gegessen. Wenn wir nämlich so breit sind, vorne wie Scheibenbremse oder 5 mm breiter, dann kommst du auch locker mit einer 15er Platte hin. Ja, also das ist ganz easy peasy. Durch die Mittenzentrierung haben wir da überhaupt keinen Stress. So, für alle die immer wissen wollten, warum ich so viel tune. Junge, weil es einfach so scheiße aussieht. Aber sowas von. Junge, Alter, das kannst du nicht bringen. Das geht nicht. Das kannst du so nicht lassen. Das funktioniert einfach nicht. Also hier sieht man auch mal schön, was so Sturzkorrektur am Ende wahrscheinlich ausmachen wird. Beziehungsweise Tieferlegung. Hinten können wir das gleich relativ einfach auch mal probieren. Ja. Also da ist noch ganz schön Potenzial. Jedes Mal, wenn ich das so sehe, denke ich mir, das passt nie. Aber ich verspreche euch, entweder mit richtig Tieferlegung oder eben, wie gesagt, mit Sturzkorrektur kommt das Rad am Ende am Kotflügel vorbei. So, und vorne sind wir nämlich jetzt genau da, wo ich nämlich gerade eben schon am Andeuten war, denn guck mal, wie lange ich jetzt hier rüber mache, bevor die Felge überhaupt zu Gesicht, also zu Gesicht bekommt. Hier ist Platz ohne Ende. Ich bin der Meinung, wie gesagt, der braucht vorne so eine 15er Platte, weil es sonst scheiße aussieht. Also nur mal so fürs MC-Protokoll. Schön. Schön, schön, schön. Und ich sage euch auch, die Felgenwahl zu diesem Auto ist genau das, was der Wagen braucht. In Verbindung, also hier vorne seht ihr es jetzt so ein bisschen, hier Chrom, da Chrom, da Chrom, da bisschen Chrom, dann kommt da noch Chrom, Türgriff Chrom, geil, verdammte Axt. Schönes Ding, du. Aber nicht original. Fähig. Ey, ich verspreche es euch, das wird ein Wagen Deluxe. Die hinteren Dämpfer habe ich jetzt mal ausgebaut, um vielleicht nochmal für diejenigen, die sich immer unschlüssig sind, A, welche Tieferlegung, B, komme ich am Kotflügel vorbei und so weiter, nochmal einen kleinen Tipp geben wollte, denn, also wie gesagt, Dämpfer ist jetzt raus, die Achse schraube ich jetzt gleich wieder fest und habe jetzt hier unten einfach einen Getriebehebel drunter gesetzt und wir simulieren jetzt einfach mal maximale Einfederung ohne Feder sozusagen. Da versuche ich jetzt mal so parallel auf dem Getriebehebel rumzudrücken. Jetzt ist er weggerutscht. Na, Versuch. Und ich glaube aber, ihr seht schon, wo ich hin will. Wenn wir jetzt die Kante müh schneiden, also wartet mal, sieht man das? So vielleicht, ja? Wenn wir jetzt die Kante müh wegschneiden, ich denke mal, bis auf der Hälfte vielleicht, dann kommen wir so ja ohne Sturzkorrektur mit dem Reifen und dieser ET30 am Kotflügel vorbei. Denn je weiter wir jetzt hoch machen, also reinkommen, umso weiter kommen wir ja in Sturz. Also müsste es vielleicht, wie gesagt, mit viel Glück passen. Und ihr habt das Bild von vorhin gesehen. Guckt mal, wo wir jetzt sind. Traumhaft. Gut. Ich denke, zumindest mal für heute, und damit wir uns für die nächste Folge noch ein bisschen was aufheben, hätte ich fast gesagt, wie viel noch Dreck hier? Ja, wa? Belassen wir es auf jeden Fall bei diesem Stand, der glaube ich nicht so der allerschlechteste ist. Und im nächsten Video machen wir dann weiter, dass wir hinten die Kanten fertig machen.
vorne die andere Blattfeder reinbauen, Spurstandkippe erstmal ab, dass wir erstmal sehen, wo wir tiefenmäßig so ungefähr hinkommen. Dann müssen wir die ganzen anderen Schlösser tauschen und so weiter. Und ich habe mir auch so überlegt, es macht einfach mehr Sinn, wenn wir die komplette Vorderachse und Hinterachse nochmal rausnehmen, ordentlich schön machen lassen und dann erst wieder einbauen. Das ist mir hier zu viel Gefrickel und zu viel Gewurschtel da drinnen. Das bringt, glaube ich, keine Punkte so richtig. Und deswegen ist das jetzt so der Plan für unseren Panamani. Leute, es ist bald Weihnachten und deswegen wünsche ich allen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auch Thomas Iva Garage wird so ein bisschen über die Feiertage Urlaub machen, also sprich mal eine Pause machen. Das heißt, zwischen den Feiertagen werden keine Videos kommen. Ich denke mal, wir starten dann nach dem 6. Januar wieder, den Mittwoch, weil da bei uns nochmal Feiertag ist und so weiter. Also, ja. Genießt es also bis dahin. Für die Kanalmitglieder nochmal die wichtige Info. Samstag 19 Uhr, der 17.12. ist das, machen wir einen kleinen Livestream als Dankeschön eben für die Kanalmitglieder oder für diejenigen, die die Kanalmitgliedschaft haben. Für die, die keine haben, müssen wir mal sehen, wann wir wieder mit dem Livestream starten. Ich will das gleich mal so ein bisschen nutzen hier, um unsere Internetverbindung zu testen. Und dann haben wir es auf jeden Fall für diesen Moment. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für dieses Jahr. Und Freunde der Nacht, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.